Auftrag zum Verbreiten der Wahrheit. Schrankenloser Beistand und Schutz Gottes. Der geistige Reichtum, den ihr besitzet, verpflichtet euch auch zur Weitergabe. Und da dies mein Wille ist, dass ihr die Wahrheit verbreitet, werde ich auch euer Bemühen segnen zu jeder Zeit. Darum lasset euch nicht zurückschrecken von Hindernissen oder Schwierigkeiten, für die mein Gegner immer sorgen wird. Denn wenn ich euch meinen Segen verheiße, dann ist meines Gegners Wirken vergeblich. Ich will nur, dass ihr mir schrankenlos vertrauet, dass ihr nichts in Angriff nehmet, ohne meinen Segen und meinen Beistand euch erbeten zu haben. Ich will nicht, dass ihr vergesset, für wen ihr tätig seid. Denn es ist keine irdische Tätigkeit, die ihr verrichtet, wenn ihr die Wahrheit zu verbreiten suchet. Es ist das Erfüllen meines Auftrages, den ich selbst euch gab. Und ob ihr auch gleichsam irdische Arbeit leistet, so werdet ihr sie doch nur ausführen mit Unterstützung geistiger Kräfte, die in meinem Namen an euch wirken dürfen, bei jeder Arbeit für mich und mein Reich. Denn immer wieder sage ich es euch, dass die Menschen nötig ein Licht brauchen. Auch wenn es immer nur Vereinzelte sind, die es begehren. Aber auch diese wenigen können wieder wirken in ihrem Kreis. Und ihr werdet erstaunt sein, wo überall die Wahrheit aus mir hinstrahlen wird. Und ihr werdet die seltsamsten Verbindungen feststellen und glücklich sein, wenn ihr dazu beitragen konntet, dass die Menschen ein Licht erhalten. Und ob auch meine Führung offensichtlich ist, so müssen auch Menschen am Werk sein, auf das alles im Rahmen des Natürlichen vor sich geht, damit kein Mensch genötigt wird zum Glauben, jedoch immer die Liebe, Weisheit und Macht eines Gottes und Schöpfers ersichtlich ist. Doch auch ihr, meine Diener, sollet immer wieder meine Liebe und Fürsorge erfahren, denn jeder gute Hausvater sorget für seine Knechte. Ich aber betrachte meine Knechte auch als meine Kinder, und diesen werde ich nichts vorenthalten, was sie benötigen. Überlasset euch nur immer meiner väterlichen Fürsorge, gebet euch mir gänzlich hin, und wahrlich, ich werde euch leiten alle Wege, ich werde eure Arbeit für mich und mein Reich segnen und zu einem guten Erfolg führen. Und immer wieder solltet ihr wissen, dass ich euch brauche. Denn Menschen müssen ausführen, was ich für gut und erfolgreich erachte, weil ich selbst nicht offensichtlich wirken kann des freien Willens der Menschen wegen, weil es den Menschen freistehen muss, ob sie die ihnen durch euch dargebotene Wahrheit aus mir annehmen wollen oder nicht. Doch sie bedürfen dringend dieser reinen Wahrheit, und darum werbe ich immer wieder um treue Mitarbeiter, und diesen ist mein Vater Segen gewiss. Amen.